Kranensee. Ein Ballett der Kräne in der Seestadt Aspern in Wien-Donaustadt. Das Licht- und Musikfeuerwerk begann am 15. Februar nach Einbruch der Dunkelheit. Mehr als die Hälfte der 42 Kräne bewegten sich zu einer eigens komponierten Symphonie, begleitet von einer Lichtshow. Manche der stählernen Protagonisten waren sowohl beleuchtet als auch in Bewegung. Denn wie im klassischen Ballett gibt es auch bei Kranensee Solisten-, Neben- und Statistenrollen. Die Kranstatisten in den letzten Reihen bilden mit ihren Positionsleuchten den Hintergrund der Baubühne. Ein einmaliges Schauspiel, das ca. 5000 Besucher begeisterte. Kranensee 2014, herzlich willkommen zu diesem Event der Extraklasse. Mein Name ist Gerhard Koller vom Wiener Staatssender W24. Ich darf Sie durch diesen heutigen Event begleiten. Ein Event, noch einmal gesagt, den es in Wien noch nie gegeben hat, in Europa noch nie gegeben hat. Es ist das größte Kranballett, das es auf diesem Kontinent je gegeben hat. 42 Kräne, die Sie hier sehen, 15 davon besetzt mit Kranfahrern der Spitzenklasse. Es ist etwas, was bis dato nur in Berlin und in Hamburg, dort allerdings weitaus kleiner stattgefunden hat. Und wir in Wien dürfen jetzt diese Weltpremiere auch vom Kranensee erleben. Aspern, Ackerfeld, Schlachtfeld, Flugfeld, Baufeld. Der Plan steht bereits fest. Der Auftrag ist klar. Hier entsteht eine Stadt. Die Vision hat einen Namen. In der Stille, noch vor der Morgenröte, wenn der Schleier des Nebels sich gemächlich legt und Wien langsam erwacht, betreten die Kräne allmählich ihre Bühne. Ein Bataillon von Arbeitern rückt tatkräftig heran, um Epochales zu vollbringen. Sie schreiben Geschichte. Ihr Einsatz baut Zukunft. Im Takt von dröhnenden Motoren ragen die Türme hoch über den Gruben, bewegen das unabdingbare Material. Diese Maschinen stehen für Aufbruch.
to straighten out what's left behind.